Wisst ihr, eigentlich wollte ich gar kein Video mehr über Hightech machen, nur ich hatte dieses System gesehen, es wurde fett beworben auf der Startseite und ich dachte mir so, das musst du einfach zeigen, weil es ist lustig, es ist tatsächlich lustig, nicht nur der Preispunkt, darüber brauchen wir gar nicht zu streiten, ihr kennt das mittlerweile, aber die Aufmachung an sich, ich finde das immer wieder herrlich und deswegen schauen wir uns dieses System jetzt an. Und zwar sind wir jetzt heute mal wieder bei Hightech unterwegs, Hightech for Gamers, mit dem Gamer-PC Extreme Far Cry V30 Design Johnsbo Mod 5 RGB für 2.464,80 €. Ja gut, wie auch immer sie diesen Preispunkt gefunden haben, ob sie da Prozente abgezogen haben, ich weiß es nicht, weil vorher hatte halt 2.699 gekostet, was schon gut teuer war. Aber gut, wir schauen uns das jetzt einfach mal in Ruhe an. Ich habe da richtig Bock drauf gerade. Das Video. Das wird nicht so ein normales Video wie sonst, sondern es wird vielleicht ein bisschen lustiger. Müsst ihr dann entscheiden. In die Kommentare schreiben gerne. Joint auch unseren Discord übrigens, wenn ihr noch Fragen habt und so weiter. Ne, das sage ich immer wieder dabei. Wir starten jetzt einfach mal mit diesem Bild. Also das ist halt das Startbild, was man so sieht. Dieses Case, das ist natürlich Geschmackssache. Das gibt es aber bei Case King. Ja, kann man durchaus kaufen. Ohne diese RGB-Lüfter, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Hier sieht man eine Wasserkühlung, die scheinbar keine Schläuche hat oder sie sind extrem gut versteckt. Ich denke mal, sie haben sie einfach abgeschnitten. Hier sieht man auch schon, sie haben die Wasserkühlung scheinbar unter den RAM-Riegeln hergebaut. Also das ist eine Kunst. Da muss ich mal Roman fragen, ob er mir mal so einen RAM-Riegel zurechtschleifen kann, dass ich da wirklich mal die Schläuche drunter herlege. Hier oben sind nochmal RGB-Lüfter. Zu dem Thema kommen wir gleich auch noch. Eine schöne MSI-Grafikkarte, die auch nicht verbaut ist. Vier RAM-Riegel, die auch nicht verbaut sind. Ah, es ist so herrlich. Auf dem Bild sieht man dann, oha, die Schläuche sind doch da, gehen dann doch vor den RAM-Riegeln her, haben hier eine komische Farbe, aber das kann der Kontrast sein. Wie gesagt, Wasserkühlung ist hier nicht verbaut, ja, aber sie ist halt scheinbar doch da in dem Bild. Hier hat die Wasserkühlung überhaupt keine Schläuche mehr, das ist auch super. Es leuchtet wieder in anderen Farben, es leuchtet so ziemlich alles an dem Ding, was eigentlich nicht leuchten kann. Okay, der RAM, ja, okay. Die Lüfter, wie gesagt, zu dem Thema kommen wir gleich noch, da habe ich sogar nachgefragt bei Hightech. Und hier wird nochmal fett mit einer MSI-Grafikkarte geworben, die gar nicht drin ist. Es ist halt eine KFA2, die hier verbaut ist, keine MSI. Kann man natürlich alles nachlesen, haben sie gut aufgeschlüsselt, das muss ich denen lassen. Aber die Bilder sind absoluter Fake und das kann ich jetzt auch so sagen, wie es ist. Zu dem Thema, was diese Lüfter da angeben, da habe ich jetzt was vorbereitet. Ich hatte da extra nachgefragt, wo diese drei RGB-Lüfter zumindest in der Front herkommen. Und ich habe mir das hier oben jetzt so hingepackt und ihr könnt das jetzt hier an der Seite mitlesen. Ich lese es jetzt hier mit. Und zwar habe ich dann geschrieben, hallo, ich habe eine Frage zum Gamer-PC Extreme Far Cry V30. Da sind 5 RGB-Lüfter auf dem Bild zu sehen, stehen aber nicht in der Beschreibung. Was wird denn da, wenn überhaupt, verbaut? Dann schreibt der gute Mann, hallo, bei dem Intel i7 wird ein Luftkühler verbaut. Weitere Informationen dazu werden unter technische Daten CPU-Kühlung angeführt. Habe ich überhaupt nicht angefragt. Es ging mir um das Case, habe ich auch ganz klar gesagt. Er sagt hier, CPU-Kühler sieht so und so aus. Konnte mir dann aber auch nicht direkt sagen, was es ist. Ich soll ja selber draufklicken. Dann schrieb ich auch nur, es geht ums Case, nicht um den Prozessor. Die drei Frontlüfter sind beim Case dabei. So, jetzt sollte man meinen, dieses Case liefert diese Frontlüfter mit. Dem ist aber nicht so. Wenn wir uns das Case hier angucken, das ist das Johnsbo Mod 5 Schwarz. Es kann auch das Graue sein, das steht nicht genau dabei, aber ich nehme jetzt das Schwarze. Da steht halt Lüfter vorne, 3x120 mm optional, genauso wie hinten optional, oben optional und unten optional. Das heißt, es wird nichts mitgeliefert. Das Case kommt komplett ohne Lüfter. Da könnt ihr dann selber RGB-Lüfter oder normale Lüfter reinbauen, das ist dann euch überlassen, klar. Aber wenn man es so kaufen würde, sind keine Lüfter mit dabei. Der Support-Mitarbeiter meinte, da sind 3 Stück mit dabei, hat sich aber scheinbar nur verhaspelt. Denn ich schrieb dann, da sind 5 Lüfter drin, aber das Case alleine hat keine Lüfter normalerweise, zumindest nicht via Case King. Schauen wir uns das Ganze hier bei Case King an, wird das Bild zwar auch so beworben mit diesen 3 Lüftern, klar. Hier unten steht aber ganz klar, Lüfter möglich, das gleiche wie bei Geizhals, Lüfter vorinstalliert, keine. Es sind keine mit dabei. Dann habe ich halt gefragt, weil er ja meinte, dass 3 Stück schon mitgeliefert worden sind. Okay, was sind das dann für weitere 2 Lüfter an der Oberseite? Weil auf dem Bild sind 2 Lüfter an der Oberseite angebracht, die sind da halt auch nicht aufgelistet. Und dann habe ich halt gesagt, wenn die 3 Frontlüfter dabei sind, wie er es ja gesagt hat. Dann schrieb er, es werden von uns 3x Kohling Umbra Void Lüfter verbaut. Okay, jetzt haben wir diese 3 Lüfter, die sie noch zusätzlich mit reinpacken. Dann habe ich geschrieben, okay, dann haben wir die 3 Lüfter in der Front, 2 oben und wo kommt der dritte Kohlink-Lüfter rein? Weil es sollten ja 3 mitgeliefert werden, 3 Stück werden von denen eingebaut, bleibt einer übrig, weil oben nur 2 reingehen. Dann schrieb er halt, die 3 Lüfter kommen an die Front. Okay, sie werden also doch nicht mitgeliefert, sondern die bauen die zusätzlich ein. Dann schrieb ich, also fehlen doch die oberen 2. Am Top befinden sich keine Lüfter, diese wären nur bei einer AIO dabei. Damit hat er quasi zugegeben, dass das Bild quasi auch fake ist, weil oben werden 2 fette RGB-Lüfter, die strahlen bis zum geht nicht mehr angezeigt.
Die sind aber gar nicht mit dabei. Wenn ihr die Kiste kriegt, ist oben keine Beleuchtung drin. Die ist wirklich nur in der Front. Die drei RGB-Lüfter, die verbauen, diese Kolink, Umbra, Void-Dinger. Dann schrieb ich halt, ah, okay. Und er schreibt, jedoch kommt ein Luftkühler für die CPU zum Einsatz. Damit hat er also zugegeben, dass auch die Wasserkühlung, die in dem Bild angezeigt wird, nicht mit dabei ist. Die könnt ihr euch bestimmt selber reinkonfigurieren, aber zu dem Preispunkt ist die nicht dabei. Da ist ein normaler Luftkühler drin. Dann habe ich halt geschrieben, ja, das weiß ich, es ging ums Case. Der Rest war einfach nur noch Gelaber von wegen, ja, schönen Tag noch, wenn sie noch Fragen haben und so weiter. Also damit haben sie sich quasi, sie waren ehrlich irgendwo. Sie haben so ein bisschen hintenrum, ja, sie waren dann aber irgendwo ehrlich und haben gesagt, ja gut, da ist keine Wasserkühlung drin und so weiter. Das erfahrt ihr aber halt erst, wenn ihr wirklich mit denen chattet. Das war die Chat-Funktion, deswegen sieht das an der Seite auch so aus. Jetzt haben wir hier noch eine Thematik bei dem Bild. Hier unten sieht man so lustige bunte Strahlen. Dann steht bei Geizhals allerdings Beleuchtung ohne Beleuchtung, das heißt, die sind auch nicht mit dabei. Das Case komplett nackt ohne Beleuchtung. Jetzt ist es allerdings so, wenn man dieses Graue nimmt, was auch 329,90 Euro kostet, genauso wie ich das gerade eben gezeigt habe bei Geizhals, ist der gleiche Preispunkt. Da steht dann digital adressierbare RGB-LED-Beleuchtung. Jetzt ist halt die Frage, welches kriegen wir, schwarz oder grau? Das geht da jetzt leider nicht so genau hervor. Ich habe das jetzt in Geizhals einfach so drin gelassen ohne diese Beleuchtung, habe dafür einfach zwei weitere RGB-Strips genommen. Bei dem Preispunkt ist es sowieso egal, werdet ihr gleich noch sehen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Die drei Lüfter sind auch dabei. RGB, Kolink, Umbra, Void, die er uns eben auch gesagt hat, klar. Nur es ist halt einfach so, wir sind ganz auf Nummer sicher gegangen bei dem Preispunkt. Deswegen, es kann sein, dass halt das Case kriegen mit den RGB-Strips, da könnt ihr dann wieder 20 Euro abziehen. Aber das macht den Braten jetzt nicht fett. Wollte es nur gesagt haben. Und ich habe noch nie so viel über ein Gehäuse gelabert. Einfach nur, weil es bei Hightech steht. Weil hier alles drin leuchtet. Hier oben sind die Dinger, hier sind die Strips drin und so weiter. Hier vorne leuchtet noch irgendwie was. Das könnte vom Mainboard sein, wobei das Mainboard hat diese Ausführung gar nicht. Hier RAM-Riegel, der Schlauch irgendwo dahinter. Es ist, ach, nee Leute, echt, gebt auf diese Bilder bei Hightech bitte nichts. Und sie geben ja hier noch nicht mal mehr den Hinweis irgendwo, ja, es könnte anders bei dir ankommen. Nein, die packen das Bild da rein, der Kunde sieht das, denkt sich geil, kriegt das nach Hause. Pustekuchen. So ist es halt. Also wenn wir jetzt schon beim Gehäuse sind, dann zeige ich es auch mal ganz normal, wie ich sonst immer mache. Johnsbo Mod 5. Das Ding ist Geschmackssache. Ich habe es noch nie verbaut. Es ist sauteuer mit 329,90 Euro, klar. Qualitativ kann ich leider nichts dazu sagen. Ich habe noch keinen da gehabt, der das irgendwie haben wollte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es extrem schwierig ist, darin zu bauen. Aber hey, das müsst ihr den anderen YouTubern dann überlassen. Vielleicht hat schon mal einer getestet. Könnt ihr dann schauen, wenn euch das interessiert. Grafikkartenlänge maximal 400 mm und so weiter. Die Daten, die passen soweit. Und das kostet, wie gesagt, 329,90 Euro bei CaseGeek. Das hier sind die dazugehörigen Lüfter, die noch vorne eingebaut werden. Drei Stück an der Zahl, habe ich auch so in den Warenkorb gepackt. Die kosten pro Stück 12,56 Euro bei Mindfactory. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Hier ein wunderschön bunter Intel Core i7-11700K. Das ist, weiß Gott, kein schlechter Prozessor. Er ist halt aus der Generation vor Alder Lake. Wir sind gerade bei der 12.000er, also 12.700 gibt es halt auch schon. Das ist der 11700K, ist übertaktbar, das ist auch in Ordnung. Hat 8 Kerne, 16 Threads, 125 Watt TDP, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Den könnt ihr auch höher betreiben, sage ich in jedem Video. Es ist partout kein schlechter Prozessor. Bei dem Preispunkt bekommt man aber halt schon einen 12.700K da rein. Das ist halt, was wir da gleich noch an Luft haben. Ihr werdet sehen im Warenkorb. Und es wäre möglich gewesen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie es gemacht haben. Aber wie gesagt, sucht ihr nach einem Prozessor, der einigermaßen Leistung hat, ist der 11700K nicht schlecht. Es gibt halt schon was Neueres. Und er kostet 338,91 bei ProShop. CPU-Kühlung, wieder komplett bunt. Das ist der Johnsbo CR2100 CPU-Kühler Dual Tower. Habe ich auch noch nie in der Hand gehabt. Ist irgendwas Chinesisches. Also gut, die meisten Hersteller lassen in China fertigen. Ich habe ja auch schon mal einen AliExpress-Kühler getestet. Das ist okay. Ich habe mir dazu mal ein Video rausgesucht. Das hier ist ein koreanisches Video. Also ich denke, es ist koreanisch. Richte ich mich ruhig, wenn ich falsch liege. Er hat hier einen 10.700, also nochmal den Vorgänger vom 11.700K drauf. Hat da eine Dreiviertelstunde OCCT laufen lassen als Belastungstest. Also 100% Auslastung auf die CPU. Und hat mit diesem Kühler hier um die, ja, was ist das, 64 Grad. Der hier ist 71 Grad, 70 Grad, 74 Grad. Das ist noch in Ordnung soweit. Das sind okay Temperaturen. Bei einer Wasserkühlung kriegt ihr natürlich bessere Temperaturen, könnte ich mir vorstellen. Aber der scheint nicht so scheiße zu sein, dieser CPU-Kühler. Ich wollte es nur gesagt haben, das ist das, was das Video jetzt mir verspricht, weil wir haben halt auch keine TDP-Angabe. Aber das Ding, das ist auch schon ein Oschi. Und es ist halt auch RGB beleuchtet, ja, wie man es halt mag. 6 Heatpipes und so weiter, alles in Ordnung. Wiegt auch fast ein Kilo. Und der kostet 34,90 Euro bei CaseGeek. Also da kann man den halt auch kaufen. Das Motherboard ist ein MSI Z590 Pro Wi-Fi. Hier sieht man wieder dieses Bild, was sie wieder schön bearbeitet haben. Das sieht alles sehr, sehr geil aus, ja. In Wirklichkeit sieht es halt so aus. Ich mag es jetzt designtechnisch halt nicht, aber gut, das muss jeder selber entscheiden. Das hat den Z590-Chipsatz, das heißt, ihr könnt damit auch übertakten. Es ist ja auch eine K-CPU, das ist auch okay, wenn ihr übertakten wollt, wäre das möglich mit diesem Board. Finde ich aber schon designtechnisch, ja, wie gesagt, ist nicht so meins.
Hat allerdings gekühlte Spannungswandler, was in Ordnung ist. Vier RAM-Bänke, hier kann eine SSD rein, hier kann eine SSD rein, hier unten kann auch eine SSD rein, hier kommt die Grafikkarte hin. Den Slot könnt ihr eventuell nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte ist überdeckt. Hier könnt ihr auch eine gute Capture-Karte noch reinpacken, hier unten eine WLAN-Karte, wobei ihr bräuchtet es halt nicht, weil das Board hat WLAN, aber USB-Erweiterungskarte, irgendwas wie ihr möchtet. Dann haben wir hier noch 7.1, WLAN, Bluetooth, Netzwerkanschluss, USB 3.1, USB 3.0 zweimal, USB 2.0 viermal. Dann haben wir hier Grafikanschlüsse, die könntet ihr theoretisch sogar benutzen, weil der Prozessor hat eine integrierte Grafikeinheit. Aber ihr zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte, deswegen ist das erstmal uninteressant. Was vielleicht cool ist, wenn die Grafikkarte mal irgendwann die Grätsche macht, könnt ihr darüber noch ein Bild ziehen und eure Daten sichern, ein bisschen YouTube gucken. Das geht dann durchaus noch. USB-C haben wir auch noch mit am Start, PS-2 und halt den Flash-BIOS-Button. Das ist von der Ausstattung her ein grundsolides Board. Wie gesagt, optisch ist es nicht mein Fall. Es gibt auch noch deutlich bessere. Es hat WLAN mit dabei, finde ich auch gut. Also soweit erstmal in Ordnung, passend auch zum Prozessor. Und das kostet 173,87 € bei Mindfactory. Als Speicher haben wir PNY XLR8 Gaming Epic X RGB DIMM-Kit 32 GB DDR4 3200 MHz. Ich wusste bis dato gar nicht, dass PNY überhaupt RAM macht. Finde ich aber gut. Okay, habe ich auch noch nichts Schlechtes drüber gehört. Hat auch noch RGB-Beleuchtung für die, die es interessiert. Es sind halt nur zwei Stück. Auf dem Bild wird suggeriert vier Stück. Nein, es sind zwei. Finde ich auch in Ordnung. 32 GB, 3200 MHz. Gut, das ist die Spezifikation von Intel. Könnt ihr auch auf 3600 oder so betreiben. Das wäre noch ein Ticken schneller. Aber da will ich jetzt mal gar nicht so reingrätschen. Das ist okay. Dual Channel auch ganz wichtig. Haben sie auch drauf geachtet. Und der kostet 134,20 € bei Amazon. Jetzt kommen wir jetzt zum Thema Grafikkarte. KFA2 GeForce RTX 3060 Ti X Einklick OC 8 GB GDDR6. Die 3060 Ti ist okay, KFA2, ja, ist auch in Ordnung, aber nicht in dieser Preisklasse. Da kriegt ihr schon deutlich bessere Sachen, auch mit der aktuellen Intel-Generation. Ich habe eben bei Dubaro so ein bisschen rumgeschaut. Da zeige ich euch gleich auch noch was zu, das habe ich hier noch geöffnet. Das heißt nicht, ihr sollt das System von Dubaro kaufen, nur einfach nur als Vergleich, dass ihr wisst, was ihr eigentlich für das Geld bekommt. Ja. Danach kommen noch die 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti. Wo soll man die jetzt einordnen? Einsteiger ist es nicht. Es ist gesundes Mittelfeld. Es ist nicht das beste Mittelfeld, aber halt Mittelfeld, wenn man so sagen möchte. 8 GB, wie gesagt, finde ich immer ein bisschen schwierig, liegt jetzt auch nicht an Hightech. Ich finde allgemein, dass Nvidia zu wenig Speicher in ihre Grafikkarten reinpackt. AMD macht das da deutlich besser, die haben auch mehr Speicher in den kleineren Karten, 6700 XT zum Beispiel hat mehr Speicher. Aber es ist an sich eine gute Grafikkarte, FPS-Test dazu, wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 599 € beim Mediamarkt. Das Netzteil ist ein Seasonic B12 BC850 850 Watt. Nur mal so, weil ich es wieder lustig finde. Wir haben hier ein Bild von diesem Netzteil, die Kabel gekonnt nach hinten gedreht. Warum ist das so? Das Netzteil ist nicht modular. Ist für euch vielleicht erstmal egal, weil ihr kriegt es ja fertig gebaut nach Hause. Aber ihr habt die ganzen Kabel dann im Gehäuse rumfliegen, auch die, die ihr eigentlich nicht benötigt. Bei einem modularen hättet ihr die Kabel mitgeliefert. Wenn ihr später erweitern wollt, steckt da die Kabel dabei. Habt da nicht so viel im Gehäuse rumfliegen. Wie gesagt, kann euch erstmal egal sein. Ich wollte es nur gesagt haben, das Bild suggeriert jetzt irgendwie gar nichts. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön, festes Kabelmanagement, 5 Jahre Herstellergarantie ist okay, 80 plus Bronze ist ein Knaller. Meine Güte, da gehört ein Goldnetzteil rein, wenn nicht sogar Platinum, bei dem Preispunkt, bei 850 Watt. Ihr seid halt dann ineffizienter unterwegs, als würdet ihr jetzt ein Gold nehmen und in der Preisklasse gibt es halt auch schon Goldnetzteile, deswegen verstehe ich das nicht. 850 Watt ist für das System natürlich okay, ich finde es halt wirklich schade, dass sie ein Bronzenetzteil genommen haben, da haben sie wieder gespart. Und das kostet 72,17 € bei Mindfactory. Als SSD haben wir atemberaubende 512 GB M.2. Immerhin eine Samsung SSD PM9A1. Die ist natürlich sauschnell im Lesen mit 6900 MB die Sekunde und im Schreiben mit 5000 MB die Sekunde. Das ist eine gute SSD, gar keine Frage. Aber 512 GB in so einem System. Nur mal zur Erinnerung, der Kreativecke 2000 PC, wo ich das Video drüber gemacht hatte, der hatte auch eine PM9A1 drin. 1 TB. Ja. Deswegen verstehe ich es nicht, dass der hier, der fast ein Viertel mehr kostet, nur eine 512er drin hat. Das ist viel zu wenig SSD-Speicher. Qualitativ kann ich das nicht großartig bemängeln. Das gehört vielleicht eher so in die Kategorie 1200 € PC, wer wirklich so eine schnelle braucht. Also ich finde es einfach zu schnell für den normalen Gamer. Da reicht auch eine ganz normale Crucial P2 oder Kingston A2000 oder sowas in der Art. Und die kostet 78,50 € bei Equipper. Als HDD bekommen wir noch eine Toshiba Festplatte 1 TB. Wir nehmen jetzt einfach mal die Toshiba P300. Ist auch eine 1 TB HDD, ist natürlich nicht sonderlich schnell. Die liegen so bei 140 bis 180 MB die Sekunde im Lesen, ja. Ihr müsst da mal Bens Hardware fragen. Der findet HDD-Speicher grottenschlecht, was Gaming angeht. Ich finde, zum Auslagern und so weiter ist es okay für Spiele, die ihr vielleicht auch nicht so oft spielt. Aber er meinte zum Beispiel, in GTA hat man da
übelste längere Ladezeiten. Ich habe die Erfahrung bei Ghost Recon Wildlands gemacht, weil da auch die Ladezeiten gegenüber dem Partner, der eine SSD hatte, auch deutlich länger waren. Aber gut, kann man auslegen, wie man will. Bei so einem Preispunkt eine 1 TB HDD da reinzuschmeißen. Ich hätte gesagt mindestens 2 TB, wenn nicht sogar 4. Die kosten nicht so viel. Eine 4 TB kostet knapp ein Hundi. Deswegen verstehe ich das nicht. Und die kostet 32,06 € bei Mindfactory. So, Blu-ray und DVD haben wir hier nicht. Schnittstellen auch nicht. WLAN ist auf dem Board integriert. Bei Sound, das fand ich auch so geil. Professionelle Soundqualität. Ja, und dann beschreiben sie halt einfach nur den Chip auf dem Board. Das ist keine externe Soundkarte oder so, es ist halt einfach nur die auf dem Board. Das ist jetzt nichts Besonderes. Mein Headset hier zum Beispiel hat sogar eine eigene Soundkarte, via USB quasi. Es reicht natürlich zum Musik hören, zocken und so, ganz klare Sache, aber wenn man das so bewirbt, verstehe ich nicht. Da könnt ihr auch hinschreiben, integriert auf dem Board, fertig. Als Software bekommen wir Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit DTSCH, Deutsch. Da werden schon die Umlaute einfach weggelassen, okay. Ja, Windows 10 finde ich in Ordnung zum Zocken. Müsst ihr auch jetzt nicht mit Windows 11 oder so gehen, weil ihr halt nicht die 12.000er Generation von Intel habt, zumindest die stärkeren 12.000er. Der 12.411 läuft auch noch wunderbar mit Windows 10. Solltet ihr einen besseren Intel-Prozessor haben aus der 12.000er Reihe, würde ich schon Windows 11 machen. Aber wie gesagt, Windows 10 ist okay, macht auch keine Probleme bei Treibern oder Spielen und kostet 21,75 € bei SK Computer Alsdorf. Was ich hier noch gut finde, üblicherweise versandfertig innerhalb einer Woche. Das ist nicht selbstverständlich. Einige brauchen länger. Dann haben wir hier unten noch so einen FPS-Test auf YouTube. Genau den werde ich euch auch verlinken, denke ich, wenn das jetzt auch wirklich mit diesem Prozessor ist. Ansonsten suche ich einen anderen raus. Der Schuppen hier hat natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen. Also, da geht nichts drüber. Meine Güte, schreiben die Leute hier einen Mist. Also, entweder haben die keine Ahnung oder es sind irgendwie gekaufte Bewertungen. Aber das möchte ich denen jetzt auch nicht unterstellen. Ich will es nur gesagt haben. Für mich macht es den Eindruck, dass die gekauft sind. Ah ja, und dann wollte ich euch noch zeigen, ich habe diese RGB-Strips mitgenommen von Shakun. Ich weiß nicht, welche sie da jetzt genau nehmen. Ich habe 2 Stück reingepackt. Wie gesagt, bei dem grauen Case, da sind die mit dabei, bei dem schwarzen nicht, da ich nicht weiß, ob es das schwarze oder das graue ist. Das Bild suggeriert mir das schwarze. Packe ich einfach 2 mit rein, bin ich auf der sicheren Seite. Und die kosten 11,90 € bei ICS. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, 3-mal die Lüfter, den CPU-Kühler, 2-mal die RGB-Strips, das Case, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.876,68 €. Das System soll kosten 2.464,80 €. Knapp 600 € über Selbstbau. Hatten wir in letzter Zeit schon häufiger. Also es war dann jetzt nicht nur Hightech. Aber was ich persönlich finde, bei anderen, die sind zwar teuer oder wirklich überteuert, aber da ist die Konfiguration noch einigermaßen okay. Hier reden wir von einer 512 GB SSD. Von einem Case, von einem Bild von einem Case, wo die Lüfter auch oben fehlen, keine Wasserkühlung oder so drin ist. Da werden 4 RAM-Bänke oder beziehungsweise 4 RAM-Riegel suggeriert. Es sind aber nur 2 Stück drin. Es wird suggeriert, es ist eine MSI-Grafikkarte. Nein, es ist eine von KFA2. Und das stört mich so dermaßen. Ihr kriegt auf dem Bild irgendwas suggeriert, was gar nicht drin ist. Klar, sie listen es schön auf, aber wer guckt da schon nach? Die Leute gucken nach den Eckdaten. Yo, ich kriege einen i7 und ich kriege eine 3060 Ti. Und das ist Hightech. Da macht jeder Streamer irgendwie Werbung für. Und da kriegen die auch ordentlich Kohle für, weil so kommen auch die Preise halt zustande. Ich habe da mal was gehört, was die so kriegen. Das ist nicht wenig. Das ist schon hart. Und das schlagen sie halt dem Kunden als Aufpreis wieder drauf. Und überlegt mal, das Ding, das stand mal angeblich für 2.699 drin, kostet jetzt 2.464 und ist immer noch knapp 600 € zu teuer gegenüber Selbstbau. Wenn ihr jetzt die Differenz nimmt, Mindfactory, knüppelt euch das Ding für 150 € zusammen, seid ihr immer noch 450 € über Selbstbau. Da wäre eine bessere Grafikkarte drin gewesen oder ein besserer Prozessor oder beides. Ich habe jetzt einen rausgesucht, das war jetzt schnell geklickt bei Dubaro. Wie gesagt, den habe ich mir nicht angeguckt vorher, da gibt es bestimmt irgendwas, was ich nicht mag. Zum Beispiel hier ist ein K-Prozessor drin auf einem B660-Board. Ja gut, also wie gesagt, ich habe ihn mir nicht richtig angeguckt. Ich will euch nur mal zeigen, was drin gewesen wäre. Ein i7-12700KF mit einer 6900 XT, das ist das Topmodell an Grafikkarten, was AMD aktuell jetzt noch liefern kann. 2.449 €, seid ihr sogar drunter. Auch 32 GB RAM, eine 1 TB SSD. Ja, also... Wie gesagt, das ist jetzt hier keine Kaufempfehlung bei Dubaro. Ich wollte es nur mal zeigen, was wäre möglich gewesen. Ich denke, dieses Video ist ganz gut, um einfach nochmal aufzuzeigen, dass dieser Laden, meine Güte, er ist einfach nur überteuert und die Konfigurationen sind, die sind so richtig meh. Und Kreativecke hat darüber auch schon ein Video gemacht. Ich hoffe, es hat viele erreicht. Also ich würde da nicht einen PC kaufen. Ich persönlich keinen einzigen. Wenn ihr das geil findet, bitte, dann macht es. Aber ihr kriegt selbst bei Agando bessere PCs. Oder CSL, oder Krotos, oder Heimcomputer, oder Dubaro, oder wo auch immer, aber nicht bei Hightech.
Gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Also wie gesagt, ganz klar, gar keine Kaufempfehlung. Nein, nicht bei diesem PC, auch nicht bei den anderen, die so haben, auch wenn da Aktion dran steht oder so. Nein, nein, macht es nicht. Ich würde es nicht machen an eurer Stelle. Und dann lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, joint unseren Discord. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.